hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. In diesem Video geht es um Sweet Home, genauer gesagt um Sweet Home 3D. Ja, was ist Sweet Home 3D? Ich kann das ja mal ganz kurz starten. Sweet Home 3D ist ein Open Source Projekt, was im Endeffekt für alle gängigen Plattformen gibt, also für Windows, Mac und auch für Linux. Ja, und ich habe natürlich die Linux-Variante bzw. die Ubuntu-Variante gewählt. Zu finden ist das Ganze einmal im Software Center. Wenn man hier mal eingibt, untersuchen, wo ist suchen, jetzt ist suchen links, okay. Sweet Home. Aber ich glaube, das schreibt man auseinander. Okay, findet er trotzdem Sweet Home 3D. Das habe ich jetzt auch installiert. Ist allerdings in den Paketquellen nicht in der ganz aktuellen Version. Ich habe gesehen, dass man über die Homepage das auch installieren kann. Wenn man hier mal einfach mal eingibt. Sweet Home 3D. Ja, das wäre die offizielle Homepage. Sweet Home 3D. Wenn man hier oben schon an den Fahnen erkennen kann, gibt es dieses Programm in sämtlichen Sprachen. Nicht nur die Homepage, sondern auch das Programm als solches kann man wirklich in einer Vielzahl von Sprachen auswählen. Ja, und ich bevorzuge natürlich die Sprache Deutsch. Und das ist doch durchaus hilfreich, gerade wenn man sich mit so einer Software beschäftigt, in der man nicht ganz so fit ist. Ja, worum geht es eigentlich in dieser Software? Ja, es geht um die Gestaltung seines eigenen Heimes, sein eigenes Haus, seine eigene Wohnung. Die ganzen Einrichtungsgegenstände können dementsprechend mit dieser Software wunderbar gestaltet werden. Das zeige ich euch gleich. Nochmal ein kurzer Blick auf Downloads. Oder Download steht hier. Genau, das wären die vier Optionen, die man direkt von der Homepage hat. Oder man nimmt ein FlatHub. Und auf der Seite FlatHub findet man auch Sweet Home. Genau, hier. Und dann hätte man, ich meine die Version 7. da. Hier steht es 7.2. Und ich habe jetzt über den Software Center, habe ich halt eben die etwas ältere Version. Aber jetzt für die erste Präsentation sollte auch jetzt die ältere Version genügen. Ihr macht es natürlich richtig und ladet euch die aktuelle Version runter, ist doch klar. So, Sweet Home, ich starte es. Und die aktuelle Version, die ist auch wirklich sehr, sehr aktuell. Die wurde im September noch einmal released. Und da hat man wirklich eine wirklich Up-to-Date-Version. So, hier wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt so kreiert habe. Ich habe mir einfach mal jetzt hier, ich scrolle jetzt hier mal so ein bisschen raus, sieht man es besser. Das wäre die Grundrisszeichnung. Und das hier ist auch so eine Art Millimeterpapier so angedeutet als Hintergrund. Und hier kann man genau maßstabgetreu, kann man hier seine Zeichnung entweder selbst erstellen, direkt hier reinzeichnen, oder wie ich es gemacht habe, ein PNG-Bild genommen und dann fragt er nach dem Maßstab, sodass man da wirklich 1:1 dann genau detailliert abbilden kann. Gut, bevor ich mit einem neuen Projekt starte, ganz kurz weg, schon mal so ein paar Vorab-Informationen, eine Art Spoiler. Das Programm ist in dem Sinne viergeteilt. Hier hätte man im linken Teil, kann man sich die ganzen Objekte aussuchen. Schon bei Küche, Backofen, selbst Brot kann man noch hinzaubern, Doppelherd und alles, was dazugehört. Hängeschränke, verschiedene Holzarten und so weiter. Hier wäre praktisch die 2D-Zeichnung und hier unten wäre die 3D-Ansicht. So, wenn ich jetzt hier oben im Feld auf 3D-Ansicht klicke und sage virtuell begehen, ist jetzt in dem Fall schon aktiviert, dann ist irgendwo hier so ein Männchen, in dem Fall hier. Das kann man sich dann so greifen und mit den entweder so lustig herumspazieren beziehungsweise irgendwo hinpacken. Schon hier ins Wohnzimmer. Dann kann man den auch drehen. Und unten sieht man jetzt live, wie es da aussieht. Gut, jetzt hat man hier natürlich nur so einen kleinen Bildausschnitt. Deswegen ist auf jeden Fall zu empfehlen, das Ganze jetzt über zwei Monitore zu machen. Aber jetzt hier für die
Bildschirmpräsentation kann ich jetzt nicht anders zeigen, weil hat man ja logischerweise nur einen Monitor, aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man wirklich nur einen Bildschirm hat, zu sagen, in einem separaten Fenster zeigen. So. Und genau, dann könnte man jetzt hier dementsprechend dann ganz normal jetzt hier so durch die Wohnung laufen. Hier sind irgendwie die Achsen vertauscht irgendwie bei der Maus. Ist ein bisschen ungewohnt. Und dann kann man mit den Tasten W, A, S, D dann auch jetzt hier so rumlaufen. Ups. Ja, dadurch, dass das OBS noch läuft, läuft es jetzt nicht ganz so flüssig. Genau. Und so würde es im Endeffekt dann aussehen. Ne, hier zum Beispiel haben wir ein Schlafzimmer gemalt. Das Wichtigste ist natürlich jetzt hier die Zockecke. Man achtet hier so ein bisschen auf die Details. So, was liegt da? Ein PS4-Controller. Ja, also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, was das Thema Möbel und so weiter angeht, beziehungsweise Einrichtungsgegenstände. Wie ich vorhin schon gesagt habe, von der Bratpfanne über einen PS4-Controller, Drucker, Bücher, Teppich, Gemälde, Blumen, Handtücher, weiß was ich nicht. Man kann alles quasi jetzt hier hineinpacken. Selbst People sind möglich. Ich habe mal jetzt hier so eine Frau reingepackt. Jetzt fehlt jetzt hier noch ein Spiegel. Dann wird das Bild oder die Poses auch einen kleinen Sinn ergeben. Das habe ich noch nicht getan. Genau, guckt hier gerade hier so im Spiegel und macht sich hübsch. Und wie immer ist der Mann schon fertig und wartet im Flur darauf, dass seine Frau fertig wird. Nein, Scherz beiseite. Ja, was kann man noch machen? Treppen gestalten. Jetzt sind wir gerade mal hier bei dem Kollegen. Ja. Auch in sämtlichen Varianten, Ausführungen, Treppen. Man kann auch Außengelände kann man auch gestalten. Bis zur Terrasse bin ich jetzt hier noch gekommen. Und hier ist noch eine kleine Wiese. Ups. Ja, Fenster, Türbögen, Außenfassade, Tapeten, USW. Also wenn man hier wieder raus will, einfach auf X drücken. Man kann den Kollegen hier, dieses virtuelle Männchen, wo ist er jetzt? Er ist jetzt draußen auf der Terrasse, ne? Ist mir letztens aufgefallen, wenn man ihn zum Beispiel jetzt hier auf die Mauer platziert, dann bleibt er dementsprechend auch auf der Mauer stehen. Das mache ich nochmal im separaten Fenster anzeigen. Also dieses Fenster müsste jetzt eigentlich normalerweise auf den anderen Monitor jetzt sein. Ne? Dann kann man da wirklich prima mitarbeiten. Da muss man nicht mal so blöd hin und her switchen. Er steht gar nicht auf der Mauer, ne? Hat nicht funktioniert. Hier kann man auch die Höhe ändern. Ich mache einfach mal 3 Meter. Oder beziehungsweise muss ja 300 Zentimeter eingeben. So, genau. Und dann wäre auch dementsprechend oben. Nochmal im separaten Fenster. Genau, da kann man die auch von oben gucken. Wie es hier aussieht. Na, hätte ich vielleicht doch 4 Meter nehmen sollen. Aber es geht jetzt hier auch noch ein bisschen um die Demonstrationszwecke. So, hier wäre das Ganze dann dementsprechend aus der Vogelperspektive. Und dann kann man hier auch mit den Tasten WSD jetzt hier quasi so ein bisschen rumfliegen und sich alles wunderbar angucken. Okay, im Garten ist jetzt nicht so viel. Ja, so diese Möglichkeiten hat man. Beziehungsweise man hat noch eine andere Ansichtmöglichkeit. Das wäre dann auch Luftansicht. In separaten Fenster. Und genau, dann kann man hier dementsprechend auch sich alles ganz schön von oben anschauen. Ich habe mich damit jetzt ein paar Stunden lang beschäftigt und habe alles von Pike auf jetzt hier selbst gezeichnet, die ganzen Mauern zuerst, ja, und dann die Einrichtungsgegenstände,
Tapeten, Böden und so ein bisschen den Garten. Ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht, vielleicht 2 Stunden. Ich denke mal, wenn man eingeübt ist, geht es höchstwahrscheinlich sogar noch schneller. Ja, und jetzt werde ich versuchen, mir nach und nach hier mal so ein Haus selbst zusammen zu kreieren. So, ich würde sagen, ich fackel nicht lange, ich fange mal mit dem neuen Projekt an und zeige euch, wie ich jetzt hier vorgegangen bin, was für Möglichkeiten man hat. Das heißt, halt Stopp, vorweg, ich muss vorher noch einmal kurz auf die Homepage verweisen, denn in dem linken Bereich, wo die Einrichtungsgegenstände sind, da hat man von Grund aus nur eine kleine Anzahl von Gegenständen. Da zeige ich euch noch etwas mal kurz auf der Homepage. Sweet Home 3D. Jetzt hat er sich auf Englisch gestellt, aber ist ja kein Problem. Machen wir mal wieder auf Deutsch. Zack. Mal ganz kurz gucken, wo war das nochmal? Videotutorial. Geschichte. Genau, hier 3D-Modelle, das wollte ich euch zeigen. Und hier kann man sich auch noch etliche 3D-Modelle mit einer lizenzfreien Lizenz, ja okay, sich dementsprechend runterladen. Da muss man einfach mal gucken, was am besten zu einem passt. Hier unten sind auch noch welche 3D-Modelle. Und was auch interessant sind, sind Texturen für Böden, Wände, ja, Fliesen, Kacheln, was es da nicht so alles gibt. Kann man sich dementsprechend auch hier kostenfrei herunterladen. Man integriert das, ist eine ZIP-Datei, einfach entpacken, dann Ordner seiner Wahl kopieren und dann unter Mobiliar Immobilien importieren, eigentlich auch alles selbsterklärend, Texturen importieren, auch klar, und dann hat man hier dementsprechend dann hier eine größere Auswahl. Ja, und dann kann man eigentlich loslegen und starten. Und genau das machen wir jetzt auch. Wir sagen einfach mal neu und fangen von der Pike aus an, nicht speichern, einer Gestaltung, sagen wir mal, von so 1-2 Räumen. Jetzt hat man erstmal ein ganz leeres Blatt, ja, wie so eine Art Millimeterpapier ist das ja hier. Kann man sogar noch die Himmelsrichtung, kann man sogar theoretisch auch noch ändern. Ist interessant, weil es gibt Texturen, die auch Lichteffekte simulieren. Zum Beispiel Tag, Nacht, Sonnenlicht und so weiter, dass dementsprechend der Schattenfall auch sehr gut mit dargestellt wird. Aber das weiß ich auch noch nicht so genau, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich habe damit jetzt auch noch nicht so viel gearbeitet, aber so ein paar Grundbasics kann ich in dem Sinne. Ist auch nicht allzu schwer, da kommt eigentlich jeder rein, alles selbsterklärend. Und ich habe ein paar fertige Screenshots gesehen, also ist schon verdammt toll, was man damit alles zeichnen kann, sage ich mal. Ne? Ich fange an mit so einer Grundrisszeichnung. Muss man nicht machen, aber wenn man zwar schon eine hat, so eine technische 2D-Zeichnung, kann man die auf jeden Fall mit integrieren. So, wie geht man da vor? Plan. Hintergrundbild importieren. So, Bild auswählen. Ich nehme mal Erdgeschoss. Erdgeschoss. Dann sage ich importieren. Jetzt fragt er gleich nach dem Maßstab. Und ich weiß ja jetzt, von hier bis hier sind 12 Meter. Dann kann ich mir hier die Linie jetzt hier so packen und dann dementsprechend eingeben. So. Ja, ist noch nicht ganz sauber. So, das sind 12 Meter. Aufpassen, man muss die Zentimeter eingeben. Den Fehler habe ich am Anfang gemacht. Mich gewundert, warum da nicht zu sehen ist. Das sind 12 Meter. Sag ihm weiter. Jetzt fragt er in der X- und Y-Achse, wo das Bild sitzen soll. Wenn man hier oben guckt, hier wäre der Nullpunkt, hier wäre X0, Y0. Und dann würde er es genau hier hinpacken. Ich sage ihm, das ist okay. Und dann wäre das Bild schon drin. Dann hätten wir jetzt hier meine Hintergrundgrafik. Und womit fängt man an? Mit Mauern. Dann hat man hier oben in diesem Feld, kann man eine Mauer zeichnen. Hier kommen noch ein paar Tipps. Die überspringe ich mal eben. Und jetzt ziehe ich hier einfach ganz lustig eine Mauer. Hier muss ich sofort aufpassen, weil hier ist noch so ein kleiner Versatz. Den kann man auch noch mit einzeichnen. Und wenn man nach unten guckt, dann sieht man sofort, wie die Mauer auch erstellt wird. So.
Und so. Mit Escape kommt man wieder raus. Zack. Und dann kann man hier lustig weiterzeichnen. Hier ist eine Mauer. Und dann machen wir mal wegen. Jetzt drücke ich wieder Escape. Hier noch eine Mauer. Und jetzt mache ich mal was ganz, ganz anderes. Mache ich einfach mal jetzt hier in der Mitte eine Mauer. So, das stimmt jetzt zwar mit der Zeichnung nicht überein, aber damit ich einfach mal ein anderes Gebäude habe, mache ich das jetzt mal so. Jetzt kann man auch hergehen und sagen, ach nee, das Hintergrundbild möchte ich nicht mehr. Die Grundrisse stehen ja, Hintergrundbild verstecken und dann wäre es auch wieder weg. Und dann sieht man hier dementsprechend einmal in der 2D-Ansicht die Grundrisse. Jetzt sieht man hier, ist nicht sauber gezeichnet. Kann man mit einem Doppelklick erstmal auf den Pfeil gehen. Doppelklick. Ne, ein einfacher Klick reicht. Und dann kann man hier auch nochmal nachträglich die Mauern dementsprechend korrigieren. Ich möchte jetzt mal was ganz anderes machen. Eigentlich ist der Eingang ja hier links. Ich mache den Eingang mal jetzt hier in der Mitte. Einfach nur mal etwas Neues zu erstellen. Dann gehe ich hier links auf Türen und Fenster. Und zu Demonstrationszwecken mache ich jetzt nur mal einen Türrahmen. Hat jetzt den Vorteil, dass man dann halt eben besser durch die Tür durchgucken kann. Also sonst hätte man hier eine zu Tür. Also wenn man jetzt nach unten das Bild wechselt, ne, dann ist es hier offen. Ansonsten wäre hier eine zu Tür. Und jetzt zaubere ich erstmal überall eine Tür hin. Und wenn man genau hinguckt, jetzt sieht man rechts und links da 111,8 bzw. 105,2 sofort, auf welches Restmaß von Wand noch übrig bleibt. Dann kann man dementsprechend die Tür auch genau in der Mitte platzieren oder wie man es ganz gerne haben möchte. So, dann mache ich mal ganz kurz jetzt hier im separaten Fenster. Dann können wir uns schon mal die ersten Kreationen hier anschauen. Genau, hier war ja der Eingang, habe ich gesagt. Und hier sind die ersten Türen zu den einzelnen Räumen. Jetzt fehlen noch ein paar Fenster. Das Fenster mal jetzt hier so ein bisschen so zur Seite. Wie gesagt, am besten ist natürlich auf dem zweiten Monitor. Dann kann man damit wunderbar arbeiten. Nochmal Doppelfenster. Dann kann man sofort die Richtung, ob es nach innen aufgehen soll, nach außen aufgehen soll. Hier kommt ein Doppelfenster hin. Hier kommt eins hin. So, ich zoome jetzt hier ein bisschen rein. Dann kann man natürlich auch noch sagen, wie groß du bist. Und hier kommt auch noch ein Fenster hin. Und hier ist auch noch eins. Das wäre jetzt ein bisschen zu groß. Dann machen wir es halt eben kleiner. Alles möglich. Also wir schieben das hier so ein bisschen rüber. Tür ein bisschen rüber. Ja gut, die Tür war auch nicht ganz in der Mitte. Dann machen wir uns das Ganze schön passend. Da wir neugierig sind, wollen wir sofort gucken, wie es hier aussieht. Ah, das sieht doch schon gleich nach mehr aus. Und mit den beiden großen Fenstern hier. Ja, das hat doch schon was. Das ist hier vielleicht ein bisschen klein. Machen wir auch mal ein bisschen größer. Einmal draufklicken, dann gehen hier rechts und links so verschiedene Bearbeitungssymbole auf. Und dieses Symbol bedeutet, mach mich größer. Kein Problem. Noch ein bisschen größer. So. Dann kann man noch mit dem Doppelklick, kann man hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen. Man kann jetzt natürlich einmal sagen, wo befindet sich das Fenster auf X und Y bezogen, das ist hier auf das Koordinatensystem von dem Millimeterpapier ist es bezogen, ist jetzt eigentlich nicht ganz so wichtig, da habe ich noch keine Verwendung für gefunden. Höhe über dem Boden, ja, das ist interessant. Bin ich jetzt bei dem richtigen Fenster? Ja, das müsste ja das Fenster hier sein. Wenn ich jetzt sage, Höhe über dem Boden, sagen wir mal, ich mache jetzt mal 0, dann sieht man hier sofort, live wird es direkt dann verändert. Und die Höhe ist dann, sagen wir, 2 Meter. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. Bis kurz vor der Decke vielleicht. 2,25 Meter. Ja, so zum Beispiel. Machen wir das mal wieder hier weg. So, und jetzt kann man langsam anfangen,
Vielleicht einen Boden zu kreieren. Raum erstellen. Klicke mal auf Raum erstellen. Jetzt erstelle ich hier drin einen Raum. Von da bis da bis da bis da. Das Schöne ist jetzt, er sagt mir auch sofort die Quadratmeterzahl. Mit Escape komme ich hier wieder raus. Jetzt habe ich einen Raum erstellt, der hat 16,2 Quadratmeter. Und das finde ich natürlich auch total super, dass solche Daten einem dann sofort direkt angezeigt werden. Ich klicke hier nochmal doppelt drauf und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Boden anzeigen, einen Haken dran. Ich möchte hier eine bestimmte Textur haben. Ja, nehmen wir mal das hier. Und kann auch sagen, wie groß bist du? Man kann diese Kachel kann man auch noch skalieren. Ich mache einfach mal 50% und sage ihm dann okay. Dann habe ich jetzt hier einen gefliesten Raum. So, wie sieht der gefließte Raum dann im 3D-Modell aus? Ja, so. Das wäre jetzt mein gefliester Raum. Und das gleiche kann ich jetzt auch mit den Wänden machen. Schön die Wand. Doppelt anklicken. Einmal links und einmal rechts. Links müsste innen sein und rechts müsste außen sein. Das werden wir gleich sehen. Sag auch wieder Textur. Hier habe ich zum Beispiel Raufaser. Okay. Okay. Jetzt schauen wir uns das mal an. Die Raufaser bestimmt draußen. Na ja, gut, das ist die Raufaser von draußen. Dann ändern wir das. Hier gehe ich wieder auf Farbe. Sag im Textur. Graufaser. Okay. Und dann sieht man hier, hat man dementsprechend Raufaser. Jetzt braucht natürlich so ein Raum auch noch ein paar Einrichtungsgegenstände. Und dann kann man auch hergehen und sagen, okay, das ist ein gefliester Raum. Sagen wir mal, du bist eine Küche. Und hier haben wir auch direkt Vorschaubilder. Oh, Bierkrug, ganz wichtig. Eckoberschrank. Ja, platzieren wir einfach mal hier rein, mal gucken, was passiert. Ja, dann hätten wir den jetzt hier in der Ecke. Hier will ich ihn nicht haben, ich will ihn in der anderen Ecke haben. Das macht, glaube ich, doch mehr Sinn. Mach den Maßstab mal hier ein bisschen kleiner. Schieb mir den jetzt hier in die Ecke. Der rastet eigentlich auch ganz gut in Ecken ein. Und jetzt sehen wir schon hier, der ist natürlich verkehrt rum. Und dann kann man hier irgendwo an den Ecken, kann man die ganze Geschichte auch nochmal drehen. Zum Beispiel so. Ja, und dann sehen wir, das passt. Er ist genau hier oben in der Ecke, so wie ich es haben möchte. Jetzt kann ich mit dem Doppelklick hier auch nochmal drauf. Dann kann man jetzt hier auch nochmal die Höhe einstellen. Man sagt, nee, 1,45 Meter passt nicht. Bei mir ist es 1,50 Meter. Dann gibt man es einfach ein und fertig. Auch hier kann man die Texturen von diesem Möbelteil kann man dementsprechend auch nochmal verändern. Wie breit das Ding ist, wie hoch das Teil in sich ist und solche Scherze. Was haben wir jetzt? Eckoberteil. Das käme bestimmt dann hier hin. Schätze ich mal, ne? Ja, das sieht doch auch ganz gut aus. Eckunterschrank müsste dann dementsprechend dann hier drunter. Ich drehe den mal sofort richtig in Position, dass man das hier auch unten sieht. So, so wäre richtig in Position und dann hier einfach hinein. Und dann hätte man den Unterschrank auch. Nehmen wir das nächste Teil. Müssen wir auch wieder drehen. Richtig umgedreht. Jo. Ist jetzt natürlich sehr konservativ und gibt überhaupt keinen Sinn, passt gar nicht zusammen. Man kann sich auch moderne Küchenteile runterladen oder natürlich mit dem 3D-Programm, mit dem Zeichenprogramm seine eigene Küche genau exakt malen. Kann man natürlich auch machen, aber es wäre natürlich dann ein riesiger Aufwand. Und was braucht man noch? Ein Herd. Wo kommt der hin? Eine Luft nicht. Erstmal wieder drehen. Na, drehen wollte ich dich eigentlich. Machen wir ihn mal hier hin. Jetzt fehlt hier auch noch ein Unterschrank. Man kann die auch einfach kopieren. Wenn ich jetzt hergehe und sage, Steuerung C, Steuerung V, zack. Und dann einfach hier wieder drüber legen. Erstmal den rein. Und dann den da rein. So, auch mal so. Machen wir den mal ein bisschen höher. Kann ich hergehen und sagen, du bist auf 65. Höhe über dem Boden. Ist nicht genau auf dem Boden, du fängst erst bei 20 an. Ja, und dann wäre der Backofen jetzt hier auch integriert. Dann kann man auch noch Herdplatten, kann man auch noch drauf zaubern. Ein Staubsauger. Stellen wir auch mal irgendwo in der Ecke hin. Also das ist alles möglich. Sektglas, komm, auch noch Sektglas.
Hier wäre ein Ofen. Das eine war ein Backofen, das ist jetzt ein Ofen. Dann können wir den hier hinzaubern. Dann müsste die Bratpfanne natürlich theoretisch eigentlich auch da drauf. Machen wir so. Ja, jetzt kann man zum Beispiel hergehen und sagen, Ansicht, virtuelles Begehen. Irgendwo ist das Männchen, das wäre jetzt hier, in dem Fall wäre es hier. Ich platziere dich jetzt mal hier in die Ecke, drehe dich und dann sieht man dementsprechend sofort sein Werk. Hier sieht man, steht irgendwas mit dem Maßen nicht, das kann man wie gesagt alles genau einstellen und korrigieren. Dann machen wir halt eben ein bisschen schmaler. Bist du nicht 60 breit, sondern nur 50. Und schon passt das in etwa. Dann kann man ihn hier noch ein bisschen hin und her schieben. Auch anklicken und mit den Pfeiltasten kann man das dementsprechend dann auch bewegen. So, jetzt machen wir noch ein paar Oberschränke, würde ich sagen. Pizza, oh ja, die Pizza, die mache ich auch mal hier drauf. Das geht nie anders. Zack, da haben wir auch die Pizza auf der Anrichte. Ich sehe gerade, ich habe jetzt hier wirklich konservative Möbelteile genommen, aber es soll jetzt für einen Demonstrationszweck reichen. So, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!